Hi, mein Name ist Dennis und hinter mir seht ihr mein gepacktes Fahrrad, mit dem ich in ca. 2 Tagen auf Bikepacking-Tour gehen möchte. Ich werde von Berlin ins Saarland fahren und möchte euch an den Strapazen, an den Quälereien, an den Katastrophen vom ersten Mal zusammenpacken bis zum fertigen Ergebnis teilhaben lassen. Einfach mal, weil ich habe mir eine Rahmentasche geholt, mit der ich gar nicht zufrieden bin. Ich habe versucht, eine Trinkblase zu nutzen, mit der ich nicht klarkomme. Und ja, jetzt seht ihr das fertige Endergebnis oder das beinahe fertige Endergebnis. Mir fehlt noch eine Gaskartusche, mir fehlen ein paar Foodbags, die ich mir heute im Decathlon holen werde. Und ansonsten bin ich eigentlich sehr gut vorbereitet. Ich denke mal, ich habe vielleicht ein bisschen mehr dabei, weil die Nächte sind noch relativ kalt. Nachts sind es vielleicht minus 0 Grad, plus minus. Und ja, schauen wir mal und viel Spaß mit dem Video. Ich denke, das Schlimmste am Bikepacken ist einfach nur das Packen. Und ich hoffe, ganz ehrlich, dass einfach nur das Packen das Schlimmste an dem ganzen Rotz ist. Einfach machen, einfach rauf aufs Fahrrad, mal ein Wochenende nutzen und beim zweiten Mal wird es sicherlich genauso ein Stress mit Packen, aber man lernt immer dazu. Was ich auf jeden Fall noch einpacken werde, einfach mal, weil es am Wochenende in der Nacht minus 2 Grad waren, ist die Norwave Arctic Polar, keine Ahnung, irgendwas. Die ist mit Polartec gefüttert. Die hatte ich auch im tiefsten Winter beim Radfahren an und da es nachts ziemlich kalt wird, packe ich die jetzt in meine Lenkertasche. So, willkommen bei meinem nächsten Problem und versteht mich nicht falsch, vielleicht stelle ich mich definitiv dumm an. Aber ich habe das noch nie gemacht und diese Trinkblase, ja, die soll hier rein und vermutlich kann man die dann über diesen Reißverschluss auffüllen und läuft. Also ich will echt nichts sagen, ne, aber dieses Apidura-System ist mir, weiß ich nicht, ob ich damit klarkommen werde. Ich denke nicht, dass ich Bock darauf habe. Mega unhandlich. Aber ich kriege die Trinkblase nicht zu, wenn ich hier dran ziehe. Ich muss eher schon wieder pinkeln, bevor ich auch einen Schluck getrunken habe. Ich denke nicht, dass ich Lust darauf habe. Falls irgendwer bessere Erfahrungen mit sowas hat, einfach mal in die Kommentare schreiben. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Die Rahmentasche, ja, sagen wir es so, ich habe aufgegeben. Und stattdessen kommt jetzt meine Race Bag ran und dann muss das reichen. Lieber Flaschen als eine Rahmentasche mit einer Trinkblase, mit der ich einfach mal nicht klarkomme. So, ich habe mir mittlerweile meinen ganzen Kram zusammengesucht, den ich mitnehmen möchte. Und ob ich diesen ganzen Spaß da reinkriege oder ob ich einfach wieder so verzweifle, das seht ihr in der nächsten Folge. Meine, nennen wir es Waschtasche von Miltec, ist natürlich jetzt nicht super, super, super platzsparend. Aber ich habe alles drin, was ich brauche. Ich habe einen Spiegel und ich kann es einfach irgendwo an den Baum hängen. Zusammengerollt ist die Miltec-Tasche dann so groß, ein bisschen größer als meine Hand. Ja, wie gesagt, man könnte klar Platz sparen. Allerdings, ja, ist okay. Außerdem nehme ich noch fast eine normale Hose mit. Das ist eine Dreiviertel-Radhose. Ja, weil ich auch ein paar Tage ohne Fahrradfahren rumstiefeln werde. Diese aber ziemlich leicht ist. Der Bieler-Pullover ebenso platzsparend. Ich unterteile mir das meistens so. Hinten habe ich Snacks drin, meine Augentropfen und vorne ist dann meistens die GoPro drin. So, meine Rahmentasche. Das ist die Racebag von Apidura. Die hat, glaube ich, 4 Liter. Passt dafür wunderbar an mein Fahrrad, ohne zu viel Platz wegzunehmen. Und da ist auf jeden Fall pro Tag mindestens eine Powerbank drin, dann noch weiteres Essen und sämtlicher Kleinscheiß, Zubehör, Multitool und so weiter. Und dann die GRX wird nochmal geladen und jetzt schaue ich mal, wie ich den Rest verstaue. Prinzipiell ist es sinnvoll, immer das schwere Zeug hier unten reinzumachen oder Klamotten. Vermutlich ist es auch sinnvoll, unter dem Packsack nochmal eine kleine Schicht an Klamotten, was weiß ich, den Boxershorts zu haben, damit das hier besser ausgefüllt ist. Also, Shopping Queen ist zurück. Klobetrotter statt Decathlon. Und es gab Gas und andere Spielereien.
So, nochmal ein kleines Update aus dem Cockpit. Zum einen habe ich mir Gedanken über die Temperatur gemacht, weil es könnte doch ziemlich kalt werden und mir wurde so gesagt, ey, denk doch mal drüber nach. Gaskartuschen. Laut Verkäufer sollen die Dinger angeblich nach 40 Minuten alle sein mit ca. 170 Gramm Inhalt. Jakob, Magnus, sagen was anderes. Ich werde es herausfinden, weil ich werde nur eine mitnehmen, weil, ja, ich habe eh viel zu viel Zeug. Das ist deprimierend, oder? Außerdem habe ich im Klobotrotter noch etwas anderes mitgenommen, und zwar einen viel zu großen Schlafsack. Nein, einen Down-Schlafsack, weil, wie gesagt, es könnte ein bisschen frisch werden. Und ganz ehrlich, wenn ich mir schon so ein Ding hole, dann kann der auch was kosten, weil der sollte, wenn es gut läuft, einfach mal ein paar Jahre halten. Ist ein Down-Schlafsack, der ist von Raab, ist der Raab Neutrino 200 XL, ist keine Werbung. Ich habe mich von Jakob beraten lassen. Dieser meinte, hol dir den Mountain 300, den hatten sie nicht da. Dann kamen wir auf, wie heißt es, Sea to Summit SP2. Hätten sie da, wäre 50 Euro teurer. Dieser hier ist ein bisschen leichter, ist auch aus Down. Temperatur von minus 1 bis 4 Grad Komforttemperatur, maximal minus 13. Ich habe mir auch den SP3 angeguckt und zum Beispiel da kam wieder ein Argument von Jakob, dass, wo ich einfach nicht dran denke, ganz einfach, dass so ein SP3 ja auch im Frühling, im Sommer auch mal irgendwann viel zu warm wird und dann wieder einen Schlafsack brauchst. Gut, dann hätte ich zur Not immer noch dieses Billigding. Also das hier, ich glaube, dass dieser super coole Schlafsack mich nicht warm gehalten hätte. Das coolste an diesem Sea to Summit Tryback ist, dass diese Schicht hier luftdurchlässig ist und man so das ganze Ding nochmal richtig geil komprimieren kann. So, mein riesengroßer Schlafsack hat jetzt ein ziemlich gutes Packmaß. Außerdem kommt noch was mit, und zwar der Ultrasil Nano Daypack von Sea to Summit. Mini-Format, aber ja, zum Einkauf glaube ich gar nicht mal so schlecht. Hier an der Seite habe ich jetzt die Lesin Foodbags angebracht. Natürlich stören mich theoretisch meine Aerobars. Allerdings kann ich die auch ein bisschen schräg stellen und bekomme zur Not immer noch Snacks rein. Ich habe auf jeden Fall verstanden, wie wichtig Kompression fürs Bikepacking ist. Hier meine ganzen Klamotten, hier alles zum Waschen, Kochen, mein Schlafsack und der Rest. Und ja, es scheint schon viel einfacher zu gehen. Und egal wie viele Videos man sich anguckt, es wird immer katastrophal laufen, es wird immer irgendwas fehlen, man wird irgendwelche Probleme haben, wie zum Beispiel meine Gaskartusche, die ich nicht im Baumarkt gekriegt habe. Aber es gibt für alles Lösungen und wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und ein bisschen Ruhe hat, dann klappt das garantiert. Und ja, wir sehen uns. Ciao!